Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Heribert Prantl hat vor einigen Tagen einen Hilferuf für die Rechtspolitik in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht, in der er schreibt, dass aus seiner Sicht die Rechtspolitik viel zu oft nur noch der inneren Sicherheit dient. Und er weist zu Recht darauf hin, dass die Rechtspolitik in den vergangenen Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland wichtige gesellschaftspolitische Debatten abgebildet hat. Er sprach da von der Debatte der Wiederbewaffnung, über die rechtliche Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen oder aber der Diskussion über den Paragraphen 218 Strafgesetzbuch. Und mir persönlich, nicht nur weil ich Heribert Prantl sehr gut finde, sondern mir hat dieser Kommentar außerordentlich gut gefallen, weil er noch mal deutlich macht, welche Stellung die Rechtspolitik eben auch haben sollte und dass die Rechtspolitik sich natürlich aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen annehmen muss und sich damit auseinandersetzen muss, um eben Recht und Instrumente der Rechtsdurchsetzung weiterzuentwickeln. Das ist unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker. Und dazu gehört selbstverständlich auch die Frage, wie man das Recht von Verbraucherinnen und Verbrauchern gegenüber Unternehmen durchsetzen kann. Und es ist ja nicht so, dass es heute mehr dieses direkte Verhältnis gibt vom Verbraucher gegenüber der Besitzerin des Tante-Emma-Ladens, die sich im Streitfall auf Augenhöhe vor Gericht begegnen. Wir haben heute eine Situation, dass Verträge abgeschlossen werden, deren AGBs in Unternehmen von hochspezialisierten, hochbezahlten Rechtsabteilungen, Rechtsanwälten erarbeitet werden. Und für die einzelne Verbraucherin oder den einzelnen geschädigten Verbraucher geht es dabei um rechtswidrige AGBs, um Vertragsänderungen, um Täuschungen und um Tricksereien in Verträgen und bei Produkten. Und es ist so, dass vielleicht der Schaden für den einzelnen Betroffenen sehr gering ist, vielleicht nur wenige Euro beträgt. Und dann stellt man sich als Verbraucherin, als Verbraucher natürlich die Frage, gehe ich jetzt wegen einer Schadenssumme von 3 € oder von 30 €, gehe ich damit jetzt vor Gericht? Tue ich mir das an, die Arbeit, die Zeit, die Mühe, die ich damit habe, weil mich die Stadtwerke betrogen haben oder weil mich ein Anbieter von einer App betrogen hat? Und ich behaupte, und es gibt sogar auch Untersuchungen dazu, dass die wenigsten sich tatsächlich die Arbeit und die Mühe machen, den Rechtsweg zu beschreiten, zumal die Prozesskosten um ein Vielfaches höher sind oftmals als der Schaden selbst. Und wenn, ich sag mal, 100.000 Verbraucherinnen und Verbraucher wegen 30 € eben nicht klagen, dann mögen diese 30 € für jeden Einzelnen von uns vielleicht nicht so viel Geld sein, aber für das Unternehmen ist das schon eine gewaltige Summe, die da zusammenkommt. Und ich finde, der Punkt ist doch, dass die Unternehmen durchaus damit rechnen und kalkulieren, dass eben die Verbraucherinnen und Verbraucher eben nicht vor Gericht gehen damit und nicht klagen und sich die Summe einklagen. Und ich finde, es kann nicht sein, dass Unternehmen eben nichts zu fürchten haben. Und also aus meiner Sicht, mich betrifft, also ich finde, das geht um Rechtsempfinden unseres Rechtsstaats einfach nicht, dass das Unternehmen so handeln. Und ich finde, hier müssen wir die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher stärken. Und dann, Herr Kerl, wenn Sie sagen, naja, die Bundestagsfraktion der CDU hat bereits 2016 ein Eckpunktepapier dazu vorgelegt, dann, Entschuldigung, die grüne Bundestagsfraktion hat bereits im Jahr 2014 einen Gesetzentwurf vorgelegt. Und deshalb, Herr Mangen, kann man hier auch nicht von Schnellschüssen reden. Die Debatte gibt es seit etlichen Jahren. Es gibt mehrere Gesetzesentwürfe dazu. Also hier von einem Schnellschuss zu reden, finde ich dann doch ziemlich daneben. Die grüne Fraktion ist mit einem Vorschlag in den Bundestag gegangen und hat gesagt, sie wollen eine Gruppenklage einführen. Also sie will, dass Verbraucherinnen und Verbraucher selbst zu Prozessbeteiligten werden und dass das Urteil direkt für oder gegen sie wirkt, ohne dass weitere Prozesse erforderlich sind. Und dann könnten auch direkt im Verfahren Anträge auf Zahlung von Schadensersatz gestellt werden. Leider, und das ist auch nicht sehr überraschend, wurde genau dieser Gesetzentwurf von der Großen Koalition, also von SPD und CDU, im Deutschen Bundestag abgelehnt. Nichtsdestotrotz finde ich, auch wenn wir Grüne eigentlich weitergehen wollten, als Heiko Maas es dann mit seinem Entwurf vorgeschlagen hat, finde ich, dass auch die Musterfeststellungsklage ja immerhin schon mal ein Schritt nach vorne wäre und ein Erfolg wäre für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deshalb, ich habe es heute noch mal nachgelesen, die Tagesschau hat es gemeldet, dass derzeit bei den
Jamaika-Verhandlungen über dieses Thema diskutiert wird, wenn wir es wirklich schaffen, dass eine Musterfeststellungsklage Bestandteil eines Koalitionsvertrages in Berlin werden würde, dann wäre das aus meiner Sicht eine deutliche Stärkung des Verbraucherschutzes und der kollektiven Rechtsschutzmöglichkeiten in Deutschland. Und insofern, Herr Biesenbach, Sie werden ja gleich als Minister hier auch noch mal Stellung beziehen müssen zu dem Antrag der SPD. Und ich hoffe, dass Ihre Position nicht wieder so windelweich und wie so ein Wackelpudding sein wird, wie bei unserem Antrag zum Thema Schwarzwaren, wo Sie sich ja total aus der Affäre gezogen haben und eigentlich überhaupt nichts Inhaltliches gesagt haben und sich nicht positioniert haben. Also positionieren Sie sich hier bitte schön und positionieren Sie sich für einen starken Verbraucherschutz. Ich glaube, das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern in Nordrhein-Westfalen schuldig. Vielen Dank.